Terroir. Bei uns im Schwäbischen sagt man das Bodengfärtle. Wobei heute weiß man, es ist nicht nur der Boden, sondern auch das Klima spielt eine große Rolle. Das Mikroklima bedeutet zum Beispiel, wie steil der Rebberg ist. Ganz unterschiedlich ist die Sonneneinwirkung, dann die Bodenzusammensetzung, die Drainage des Bodens, die Wasserdurchlässigkeit. Und all das zusammen macht den Charakter des Weines aus.